Ja, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Hier seid ihr richtig zum Bodan Partner Forum 2020. Live vom Demeter Weingut Auhof der Familie Pfisterer am Bodensee. Corona-bedingt bewegen wir uns jetzt in anderen Zeiten und haben uns deshalb zu einem virtuellen Format für das Bodan Partner Forum 2020 entschlossen. You just come and eat your food. Kitchen got no color code. Come in your native skin. Hey, hey, hey. Mama's kitchen for the needy. Nochmal ganz herzlichen Applaus an die Kolleginnen und Kollegen von der Stringbean Party. Es ist erstmal ein Begegnen auf Distanz, aber ich glaube, wir werden alle die Erfahrung machen, dass sich Atmosphäre und Beziehung auch über die Entfernung hin leben lässt. Von daher glaube ich, wir können einen interessanten, einen vielfältigen, einen kulturell reichhaltigen Abend miteinander verbringen. Sind hier, wie gesagt, auf dem einzigen Demeter Weingut am Bodensee. Und womit wir dann gleich bei unserem Hausherrn, dem Thomas Pfisterer, landen. Dazu bitte ich den natürlich gut gekühlten Terra Hagenauer Grauburgunder bereitzuhalten. Den Hegelbacher Camembert. Ah, ich merke, der ist schon richtig schön weich und durchgereift. Wir haben vor 10 Jahren umgestellt auf Bio und vor 5 Jahren haben wir umgestellt auf Demeter. Aber wir können sie wachsen lassen und dann kommt eine ganz andere Kommunikation auch zusammen im Weinberg. Da gibt es auch Kommunikation unter Pflanzen. Für mich war es schon immer ein Traum als Käser, auch das Pendant, den Weinbauer dazu zu finden, mit dem ich Käse-Wein austauschen kann. Die Molke, die ist für uns Käser eher immer so ein Abfall- und Nebenprodukt. Und Thomas hat mich dann eben auf die Idee gebracht, dass das in seinem biodynamischen Weinanbau ein wichtiges unterstützendes Mittel ist. Ich bringe ihm die Molke und er gibt mir dafür Wein. Wir haben es nicht 1:1 gemacht, das wäre... Da sind die Leute, stimmt. Danke für den Regiehinweis. Applaus, Applaus, auch hier, ja, von rechts, links, überall werden die Kärtchen reingereicht. Wozu wirtschaften wir? Was ist unsere wünschenswerte Zukunft? Und die Frage ist, das ist ganz einfach die Frage nach dem, was wollen wir eigentlich? Also für mich ist das Zukunftslabor bis jetzt voller Erfolg. Habe ich das Zukunftslabor bisher als ein sehr spannendes Projekt erlebt, wo tolle Beziehungen entstanden sind, Beziehungen in alle Richtungen. Also und ja, und auch die Hilfe, die von jedem Einzelnen geboten wird, finde ich klasse. Also es ist ein wahnsinnig schönes Format. Und die Erkenntnis darüber kommt aber erst, wenn man es miteinander austauscht. Und ich glaube, das macht dieses Format so wertvoll und dafür sind wir ganz dankbar. Ist das schon ein Wein, der so ein bisschen auch in den schützenswerten Charakter reingegangen ist. Deswegen auch, Andreas, wie du gesagt hast, ist ein Geheimtipp. Und wenn wir den jetzt nachher gemeinsam degustieren, werdet ihr vielleicht auch merken, warum Geheimtipp. Dieses rot umrandete Feld um die Provinzhauptstadt Foggia, das ist die Region, in der vorwiegend dieser Nero di Troia angebaut wird. Good evening, Giovanni. That's fine that you are with us. It's a pleasure to see you all and welcome to my winery. Was als erstes deutlich zu riechen ist, sind die Beerennoten. Wirklich ein Toast. Genießt genau. Es. Einen schönen Abend noch. Salut. Viel Spaß. Salut. Prost. Stringbean Parties haben uns das mit auf den Weg gegeben. In einem Song Roots and Shoots sind letztendlich das, was wir brauchen. Also sowohl die Wurzeln wie auch die Kraft des Zukünftigen, also die Shoots, die Sprösslinge, das nach vorne treiben, das Neues entwickeln, dabei aber seine Wurzeln nicht zu vergessen. Ich glaube, das können wir als gutes Motto mitnehmen auf den weiteren Weg. Mm-hmm.